Er ist da. Zeig dich! Los, wenn du dich traust! Hast Angst, was? Solltest du auch haben. Brauchst dich nicht verstecken. Ist bald alles vorbei. Nichts mehr zu sehen von ihnen. Hey.
Wer? Thank you.
Wie schön. Verzieh dich. Hey, hey. Oh, die werden dich lieben. Das hier ist kein Ort für dich. Lassen. Ja! Ja! Schon. Ihr habt hier nichts verloren. Zerlegt die Schlampe. Jetzt gehörst du. Was zum... Willst wohl Spielchen mit mir spielen? Ich würde gern mal einen Tag nicht... Oh, ja. Schon, dass er so besser aussehen würde.
war schon mit dir. Wir wollen keinen Ärger. Zumindest nicht noch mehr. Schau doch einfach mal nach oben, verdammter Feigling. Zum Teufel damit. Ich bin zu schön, um so den Löffel abzugeben. Also, sollen wir das wie zivilisierte Leute klären? Oder willst du mir mein Theater noch ein bisschen zertrümmern? Hey! Seid ihr dann fertig damit, euch gegenseitig umzubringen? Bist du jetzt fertig damit, hier alles zu zerlegen? Warum kommst du nicht hier rüber und zeigst uns, dass du uns nichts tun willst? Schau, egal wer da draußen ist, wir waren die ganze Zeit über auf eurer Seite. Hey, seid ihr dann fertig damit, euch gegenseitig umzubringen? Bist du jetzt fertig damit, hier alles zu zerlegen? Bist du jetzt fertig damit, hier alles zu zerlegen? Schau, egal wer da draußen ist, wir waren die ganze Zeit über auf eurer Seite. Hey! Seid ihr dann fertig damit, euch gegenseitig... Ist es vorbei? Naja, das hätte auch schlimmer ausgehen können. Weiß nicht. Von meiner Position aus sah mir das recht beeindruckend aus. Bist du verdammt nochmal high oder was? Warum frage ich das überhaupt? Natürlich bist du das. Ich war ja trotzdem am Gewinnen, oder? Du bist ausgelaugt und wirst langsam schluderig. Natürlich musst du dir darum jetzt keine Sorgen mehr machen. Offenbar hat der Spaßvogel hier uns gerade arbeitslos gemacht. Bin mir nicht sicher, ob ich dich küssen oder dir mein kleines Vögelchen hier auf den Hals hetzen soll. Ich hab dir doch gesagt, dass du mich nicht mehr so nennen sollst. Was ist das für ein Ort? Bist nicht aus der Gegend, was? Das ist das Combat Zone. Die beste Arena im Commonwealth. Kate hier ist unsere Hauptattraktion. Mehr als 100 Kämpfe unbesiegt. Früher bedienten wir anständigere Kunden. Aber vor rund 2 Jahren kam eine Raiderbande an. Und wir wurden ein exklusiveres Etablissement. Zumindest bis du unseren gesamten Kundenstamm aus dem Genpool entfernt und uns arbeitslos gemacht hast. Ich habe euch das Leben gerettet. Dafür solltet ihr mir danken. Danken? Dafür, dass du unseren Unterhalt ermordet hast? Tut mir leid, dass wir vor unserem Heiland nicht auf die Knie fallen. Das waren nicht die freundlichsten Jungs. Aber diese Idioten zu unterhalten, hat immerhin unsere Miete bezahlt. Zur Hölle mit denen! Da werden schon neue kommen. Braucht nur eine kurze Verschnaufpause, dann bin ich wieder bereit. Eine Verschnaufpause? Was? Damit du dir noch mehr Dreck in den Arm schießen kannst? Nein, nein. Weißt du was? Ich glaube, das war ein versteckter Segen. Du hast das Ende des Kampfes ja gesehen. Was hältst du von Kates Arbeit? Bin mir nicht sicher. Hab die Hälfte verpasst. Ja, du warst wohl sehr mit dem Frühjahrsputz beschäftigt. Beeindruckende Arbeit. Du könntest sogar so gut sein, dass du mir einen Gefallen tun könntest. Also, das ist mein Problem. Ich habe plötzlich keine Zuschauer mehr. Keine Zuschauer heißt keine Einnahmen. Und wenn du mir keine Kronkorken verdienst, Vögelchen, bist du kein Aktivposten. Dann bist du eine Belastung. Für mich. Und für dich selbst. Also, ich hätte mir Folgendes gedacht. Wie wäre es, wenn du ihren Vertrag übernimmst? Sie begleitet dich? Passt auf dich auf? Schau, du würdest mir einen Gefallen tun, während ich hier alles wieder auf Vordermann bringe. Was meinst du? Ich? Und die? Mich würde interessieren, was Kate davon hält. Meine Meinung ist wohl gar nicht gefragt. Vertrag ist Vertrag. Außerdem, willst du wirklich hierbleiben? Keine Zuschauer, keine Kronkorken, keine Gesprächspartner. Außer mir. Oh Gott, gutes Argument. Braves Mädchen. Also, sie ist dabei.
Wie sieht es mit dir aus? Klar, ich könnte jemanden brauchen, der auf mich aufpasst. Gut, dann ist das geklärt. Und hier, nimm das. Das sind die Einnahmen des letzten Kampfes. Bezahlung für den Kammerjäger. Jetzt mal langsam. Was genau willst du ohne mich hier anfangen? Mach dir um mich keine Sorgen. Ich richte diesen Ort wieder her. Vielleicht für eine weniger blutige Kundschaft. Und jetzt verschwinde endlich von hier. Du hast hier nichts mehr verloren, Vögelchen. Du bist ein echter Drecksack, weißt du das, Tommy? Das musst du mir nicht erst sagen. Dann musst du wohl zu mir kommen, wenn du aufbrechen willst. Hi, Kate. Und? Bereit zum Aufbrechen? Hängt davon ab. Wie fühlst du dich? Ich weiß nicht. Ich fühle mich ziemlich nutzlos, hier rumzusitzen und Däumchen zu drehen. Also, bist du bereit, loszuziehen? Bereit. Wird Zeit, dass ich von hier verschwinde. Gehen wir. Hoffentlich ist es das wert.